Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von 60 Seconds. 60? Okay, das war Schwedisch für 60. Wer es nicht glaubt, kann das gerne googeln. Keine Ahnung, ob das stimmt. Freunde, wir starten ein neues Spiel, ganz klassisch, mit Apokalypse, Fatman-Modus. Alles klar. Und wir starten ganz normal ins Abenteuer, würde ich sagen. Und machen uns dann hier in unserem Bunker gemütlich. Ne, wir kennen es ja jetzt aus. Ja, bleib selbst nach dem Ende der Welt auf dem Laufenden. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir diesmal versuchen, ein Radio mitzunehmen. Das wäre natürlich ganz praktisch. Wir haben jetzt 10 Sekunden Zeit, um uns ein bisschen umzugucken. Warum kann ich denn die Ansicht nicht verändern? Das stört mich ein bisschen. Da ist ein Gewehr, Gasmaske. Das ist auf jeden Fall ein toller Raum hier. Wofür man den Koffer genau braucht, weiß man jetzt auch nicht so genau, ne? Okay. Der Junge kommt mit. Wasser kommt mit. Und noch hier so eine Suppe schnell. Okay. Rein damit. Hier alles, was direkt neben dem Bunker ist, kann man noch mitnehmen. Hier Taschenlampe, Gewehr. Gasmaske. Auf zum Bunker. So, dann stecken wir hier die Frau ein. Und das Wasser können wir direkt zum Bunker bringen. So, schieben wir eine Dose. Achso, das dicke Kind. Das kostet natürlich einiges. Das Radio, passt das noch? Ja, okay. Dickes Kind und Radio haben wir auch. Okay. Müssen wir das andere Kind noch einpacken? Oder hab ich das schon? Hab ich schon, ne? Ja, komm, hier noch ein Wasser. Auf zum Bunker. Ja, komm, es geht noch. Wasser, Dose. Schnell, schnell, schnell. Auf zum Bunker. Okay, ich bin in Sicherheit. Wow. Alter, da bin ich ja mal gespannt. Toll, wir haben ein Gewehr, aber ohne Munition. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo das rumliegt. Aber wir haben Radio diesmal. Wir haben Radio, Taschenlampe, wir haben ordentlich Soups, Alter. Und einen guten Wasservorrat. Eine Gasmaske haben wir auch. Okay, Tag 1. Wir haben es nur eine Sekunde. Okay, zusammen hier, klar, Dosensuppe soll ziemlich gesund sein. Ja, also im Intro vorhin, im Ladebildschirm stand, die hält 735 Jahre oder so. Ne, die Regale waren ein bisschen gefüllt. Okay, wir erinnern uns gar nicht, diese Vorräte eingelagert zu haben. Okay, da müsste man mal den Hard Mode dann spielen, da wäre wahrscheinlich gar nichts drin, ne? Beziehungsweise kann man das, glaube ich, auch einzeln, separat irgendwie einstellen. So, unsere Regale sind mit Dosen gefüllt, mit den Dosen essen, schlafen, mit Dosen sprechen. Okay, kennen wir schon. Wir haben reichlich Wasser, müssen wir uns auch nicht sorgen. Ein besser ausstaffierter Bunker haben wir noch nie gesehen. Okay, nichts, dass wir andere gesehen hätten. Okay, eine Menge Vorräte. So, naja, brauchen wir noch nichts zu rationieren. Wir haben ja, ne, es ist sehr schwierig, sich auf unvorgesehene Konsequenzen vorzubereiten. Okay, wenn man sie nicht sieht. Nun ja, sind per Definition unvorgesehen, also gibt das viel Sinn. Ja. Na, die Fliege kann einen natürlich wahnsinnig machen. Ich habe kein Insektenspray gesehen, da in der Panik gerade, ne. Das ist natürlich immer schwierig. So, in unserer gegenwärtigen Situation ist es nicht weise, in der Vergangenheit zu leben, ja. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht. Okay. Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein tapferer Junge. Wunderbar. So, Dolores ist ziemlich ruhig. Ted beschwert sich heute nicht. Superman Ted, alles klar. So, unsere Stadt ist immer noch stark kontaminiert. Wenn man bei diesen Verhältnissen sammeln geht, kann man strahlenkrank werden. Alle würden gehen. Machen wir direkt am Anfang eine Expedition. Das ist natürlich jetzt das Ding, wenn ich direkt Ted losschicke, sterben wir. Beziehungsweise dann ist das Spiel, glaube ich, direkt zu Ende, ne? Ich glaube, wir schicken einfach wieder Mary Jane los. So, heute beschlich uns morgens ein ungutes Gefühl. Es war, als ob ich irgendwas beobachtet. Wir hätten schwören können, dass hier ein Schatten etwas bewegte. Sollen wir diesen Bunker nicht allein sein? Müssen wir diesem Ding zeigen, wer hier unten der Boss ist? Okay, wir nehmen das Gewehr mit. Auch wenn ich offiziell keine Munition besitze. Okay, was es auch war, nun ist es tot, ziemlich tot. Vielleicht verstecken sich irgendwo in diesen gemeinen kleinen Löchern noch mehr davon. Mary Jane ist sehr durstig, okay. Timmy ist durstig, Dolores ist durstig und Ted ist durstig. Okay, kann ich nachvollziehen, ne? Dann trinkt ihr Süßen mal. Durst habt ihr ja immer alle schließlich, irgendwie. So. Wir schicken Mary Jane. Ne, auf keinen Fall mit Radio. Also entweder mit Gasmaske oder mit Gewehr. Ich schick sie erstmal mit Gasmaske. Weil dann ist zwar die Gasmaske weg, aber dann hast du das Gewehr noch da. Wisst ihr, was ich meine? Mary Jane kommt meistens wahrscheinlich nicht mehr wieder, oder? Mary Jane ist nach draußen gegangen. Okay.
Timmy ist sehr tapfer. Dolores hat einen ruhigen Tag. Bei Ted ist nichts los. Okay. Schauen wir mal. So, hier unten in sicher zu sein, ist deutlich besser, als draußen zu Asche zu werden. Tja, aber natürlich wollen wir trotzdem gern raus. Vielleicht können wir bald mal spazieren gehen, die Nachbarschaft. Okay. So, fünfter Tag. Im Radio passiert nichts, ne? Hoffentlich können wir bald von ihr weg. Timmy scheint es einigermaßen gut zu gehen, okay. Dolores fühlt sich wohl. Ja. Und Ted beschwert sich nicht. Das ist doch schon mal was. Tja, das dicke Mädchen ist schon wieder tot, oder? Laut dem Radio will das Militär Versorgungsgüter aus der Luft abwerfen. Wird auch Zeit. Bei den ganzen gezahlten Steuern sollten ja ein oder zwei Kisten für uns drin sein, oder? Sollen wir losziehen, um uns die zu holen? Na toll. Jetzt hat Mary Jane die Gasmaske mitgenommen. Hätte sie mal das Gewehr mitgenommen. Jetzt kommt die nicht mehr wieder, oder was? Draußen wäre es ohne Schutzkleidung zu gefährlich. Okay. Das Rauschen ist entspannend. Timmy redet die ganze Zeit vom Wasser. Er sollte etwas trinken. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Okay, also. Timmy braucht trinken, Ted braucht trinken und Dolores braucht beides. Trinken, du kriegst beides. Trinken, sowas glaube ich, ne? Okay, seltsam. Der gesamte Bunker scheint alle paar Minuten zu beben und es wird offenbar von Mal zu Mal stärker. Es setzt wieder ein. Diesmal ist es viel schlimmer. Es ist ein Erdbeben. Festhalten. Wie, was? Okay, dann rette ich das Radio. Oder was soll das bedeuten? Oh, toll. Okay, die Taschenlampe ist kaputt. Was will man machen? Timmy sollte was essen. Dolores geht's ganz gut. Vielleicht findet sie heute nicht zu meckern. Ted hat Hunger. Die beiden Boys haben Hunger. Aber, boah, Alter, Essen und Trinken haben wir, ne? So, in einem winzigen Bunker hat man begrenzte Möglichkeiten. Also dachten wir uns, hey, warum nicht ein paar Spiele spielen? Das ist schließlich nicht nur was für Kinder. Ja. Okay, Mary Jane ist, glaube ich, tot. Was soll denn das immer? Warum stirbt die jedes Mal? Ich schicke die nicht mehr raus. So, wir haben Wald oder Pflicht gespielt. Okay, ja. Es ging nur noch um Tomatensuppe. Ja. Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Bei Timmy gibt es nichts Neues. Dolores fühlt sich ganz wohl. Und Ted geht es auch gut. Aber es hat wieder geklopft, ne? So, eine Gruppe Ärzte klopft heute an unserer Tür. Sie baten um Vorräte. Ja. Gib ihm mal ein Wasser. Huh! Dolores ist da. Mit der hätte ich ja nicht mehr gerechnet. So, wir fragten die Ärzte nach ihrer Zulassung. Doch Ausweise hatten sie angeblich alle in ihrer Hose vergessen. Okay. Ja. Naja, wir wünschen dir eine gute Reise mit mehr Hosen. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht. Okay, wir entdeckten einen unversehrten Laden mit zahlreichen Produkten, darunter auch andere Lebensmittel als Tomatensuppe. In diesen postapokalyptischen Zeiten ein wahrer Genuss. Alter, gerade als wir ankamen, ließ ein furchtbares Geräusch erstarren. Etwas Schweres fiel direkt vom Himmel, stürzte auf den Laden und zerstörte ihn vollkommen. Als sich der Staub legte, erkannten wir, was da vor uns war. Ein Raumschiff! Was? Genau wie in Timmys Comics. Könnten das Marsmenschen sein? Warum trägt es denn die amerikanische Flagge an der Seite und ein Logo, auf dem Astrobürger steht? Könnte es eine Infiltration sein? Diese gerissenen kleinen Außerirdischen. Was? Unter einem Haufen Metallraumschrott fanden wir einen schlaffen alten Teddybären und ein paar Vorräte. Der Bär sah enttäuscht aus. Wir drehten ihn schließlich um. Wir konnten seine verurteilenden Knopfaugen nicht ertragen. Nur zweimal Wasser, ne? Irgendjemand hat einige Dinge in eine große Socke gestopft. Keine Ahnung, wie die Socke den Einschlag überstanden hatte, doch es hatte sie irgendwie geschafft. Ja, Socken, Leute. Socken, ne? Die Gasmaske wurde beschädigt. Ja, gut, okay. Mary Jane ist hungrig. Okay. Timmy trinken. Also alle was trinken, Mary Jane was essen. Mann, ey, das ist natürlich viel, ne? So, genug von diesem langweiligen faden Wasser. Dolores hat total Lust auf eine heiße Tasse Kaffee, einen guten amerikanischen Kaffee. Kaffee, Junge, ey. Schwarzer Kaffee, Junge. Der so schwach ist, dass man nach 5 Tassen immer noch müde ist. Aber sollen wir im Ödland, wo sollen wir Kaffee finden, ne? Das Lieblingsdiner von Dolores ist, war nur ein paar Blocks entfernt. Vielleicht kann dort jemand Kaffee holen, aber wer? Ich würde sagen, wenn Dolores Kaffee will, dann soll Dolores sich Kaffee holen.
unser freiwilliges Leben mit leeren Händen zurückgekehrt. Von deiner scheint nichts mehr übrig zu sein, außer ein paar Sitzbänken, die verstreut herumliegen. Was für eine Enttäuschung. Mary Janes Diät könnte etwas Nahrung vertragen. Okay, Mary Jane hat Hunger. Timmy, geht's gut. Dolores hat heute gute Laune. Ted geht's gut. Wer hatte jetzt noch Hunger? Mary Jane? Ja. Mary Jane hat ein bisschen Hunger. Hau raus, ne? Okay. Unsere Stadt ist immer noch stark kontaminiert. Wenn man sammeln geht, kann man strahlenkrank werden. Ja, wir haben noch eine kaputte Gasmaske. Na, wir schicken diesmal Timmy. Wir schicken immer die Kinder raus, oder? So, wir stießen auf Überreste einer Barackenstadt von Räubern. Die haben sie zugerichtet. Im Schutt sahen wir einen Kater. Okay. Sollen wir den Kater reinlassen? Ja, komm, wir lassen den Kater rein. Das wird unser neuer Kampfkater. Scharikow, den haben wir doch beim letzten Mal auch schon gefunden. So, als wir die Luke öffneten, hüpfte der Kater rein, stolzierte durch den Bunker, schnupperte an jedem von uns, an jeder Wand, an jeder Dosensuppe und jedem Möbelstück. Dann setzte er sich an seinen ruhigen Platz und machte ein 12-stündiges Nickerchen. So, auf dem Halsband steht Scharikow. Was ist das für ein Name? Mary Jane ist hungrig. Alter, die ist nur am Fressen. Okay. Er muss sie echt jeden Tag fressen? So, wir schicken den Bengel raus. Schicken wir den Bengel mit Gewehr? Ja, komm, wir schicken den Bengel mit Gewehr. Vielleicht kann er irgendwas erlegen. Büffel. Der Junge ist alt genug. Ansonsten sitzen wir das hier raus, ne? So, Dolores hat Durst. Ted sollte auch was trinken. Mary Jane hat auch Durst. Alle haben Durst. Dann trinkt mal was. So, wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was da oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Na dann, macht mal das Radio an. So, Tag 13. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es sollte jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. So. Mary Jane sieht heute gut aus. Dolores hat Hunger und Ted hat auch Hunger. Erst war alles okay, kurz darauf gingen wir uns gegenseitig an die Kehle. Wie konnte das passieren? Das ist Wahnsinn. Wir müssen uns zusammenreißen. Wenn wir überleben wollen, schlafen wir einfach drüber. Okay. Tag 14, ich höre immer noch keine Bunkertür. Das heißt, der Junge ist vielleicht tot mit unserem Gewehr. So, wir sind durch mit den Streitigkeiten. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht und den Ärger hat es auch nicht gewagt, ihren Weg zu kreuzen. Okay, wenn es irgendwas über Dolores gibt, dann steht es hier. Und Ted scheint es wohl ganz gut zu gehen, auch wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist. Ja, dann braucht keiner was. So, wir könnten natürlich weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken. Oder wir könnten anfangen zu überlegen, möglichst weit von diesem radioaktiven Ödland wegzukommen. Haben wir natürlich beim letzten Mal auch schon alles gelesen, ne? Deswegen hören wir noch ein bisschen, was das Radio zu sagen hat. Oh, irgendwas. Wir wussten es, die Regierung wurde nicht gestürzt. Sie kommen zu unserer Rettung. Okay, sie haben kein genaues Datum in ihre Radioübertragung genannt, aber wir sind sicher, wir werden uns nicht lange warten lassen. Sie haben gesagt, dass sie ein paar Tage Kontakt aufnehmen und wir weitere Anweisungen abwarten sollen. Mary Jane hat Durst, Dolores hat Durst und Ted hat Durst. So, als wir versuchten, den kleinen Teufel zu streichen, fiel uns ein Zettel auf, der in seinem Halsband befestigt war und auf dem eine Adresse geschrieben stand. Könnte es sein, dass sein Besitzer noch lebt und Krankvorsorge ist? Die Chance ist nicht sehr hoch, aber vielleicht können wir ihn ja besuchen oder zumindest vergewissern, dass er tot ist. Okay, machen wir das. Oh, Bunkertür? Oh, er ist wieder da! Oh, das Gewehr ist kaputt. Wozu brauchen wir eigentlich ein Vorhängeschloss? So, kurz bevor wir am Ende der Straße ankamen, wurden vor zwei Männern in dunklen Mänteln. Okay, die nehmen die Katze wieder zurück.
Timmy ist zurück und nun sicher bei uns. Wir glauben, dass Fremde unserer Expedition gefolgt sind. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Wenn wir ziellos durch die Ruinen streifen, zieht es uns häufig an bekannte und von uns geliebte Orte, auch wenn wir gar nicht danach gesucht haben. Okay. Die Lieblingsbowlingbahn. Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen, weshalb es uns nicht überraschte, dass jemand Wasserflaschen anstelle von Bowlingkugeln am Ende der Bahn platziert hatte. Tat uns leid, dieses Bild zu ruinieren, aber wir benötigen eben dringend Wasser. Die Bowlingbahn verfügte über ein eigenes Spielzimmer, in dem man nach dem Hantieren mit großen, schweren Kugeln entspannen konnte. Okay, die meisten Spiele fehlten oder waren beschädigt, aber wir fanden ein Damenspielbrett mit annehmbarem Zustand und fast allen Spielsteinen. Okay, sofort nach dem Eintreten gingen wir zum Schuhschrank. Bei einer Bowlingbahn ist das richtige Schuhwerk Pflicht. Okay, der Schrank stand offen und war leer. Aber wir konnten uns das Vorhängeschloss schnappen, mit dem es eins gesichert war. Jetzt habe ich zwei, oder was? So viel zu unserem Gewehr. Es wurde bei unserer Expedition beschädigt. Mary Jane hat keine Angst oder zeigt es zumindest nicht. Timmy hat Hunger. Dolores hat einen ruhigen Tag. Und Ted scheint es gut zu gehen. Okay, Timmy kriegt was zu fräten. So, wir hatten gedacht, Telefongespräche würden der Vergangenheit angehören, nachdem unser Städtchen von der Atombombe ausgelöscht wurde. Aber eine Telefonzelle in unserer Stadt hat den Einschlag wohl überstanden und jetzt klingelt sie. Wir sollten jemanden hinschicken, um ranzugehen. Ja, wie wär's denn hier mit der Ödland-Fighterin? Obwohl, die sah nicht so gut aus, ne? So. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Die stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Okay, Mary Jane ist wieder zurück. Mary hat Hunger. Timmy hat Hunger. Okay. Die Kids haben Hunger. Dann gibt's natürlich auch lecker Essen. So, bei unserer täglichen Inventur ist uns aufgefallen, dass eine Dosensuppe fehlt. Wir sind absolut sicher, dass sie gestern noch da war. Das kann nur eins bedeuten. Es gibt hier einen Suppendieb. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wer der Übeltäter ist. Ich weiß es nicht. Wer hat die Suppe gegessen? Kann ich auch einfach weitermachen? Ich glaube, niemand hat die Suppe gegessen, oder? Ich will nicht, dass die Leute irgendwie lynchen jetzt hier oder so. Das ist so und auf einmal, keine Ahnung, Lynchen die sich hier gegenseitig im Bunker kaputt. Ja, und dann heißt es hinterher wieder, oh, Kreis, was hast du da wieder angeklickt? Aber die Katze ist wieder da, sehe ich gerade. Und Vorhängeschloss, guck mal, ein Damenbrett, hatten wir das nicht sowieso auch? Okay, wir werden einfach vergessen, was mit der kostbaren Suppe passiert ist. So, eine Dose ist weder Drama noch Streit wert. Außerdem haben wir nicht genug Beweise, um herauszufinden, wer der Täter ist. Eben. Okay. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Charikov heute Morgen wieder im Bunker. Tja, vielleicht hat er die Dose geklaut, ne? So, Mary Jane ist okay. Timmy ist sehr hungrig. Also. Mama, Papa müssen trinken. Und Timmy muss was essen. So. Wir wissen noch immer nichts über die Lage im Ödland. Ich weiß nicht, sollen wir Dolores jetzt auf eine Expedition schicken? Nee, oder? Wir überspringen mal eine Expedition. Weil, wir haben ja jetzt das Radio. Warum soll ich die jetzt extra nochmal losschicken? So, okay, keine Sorgen zu machen. Ja. Also. Timmy geht es furchtbar. Okay, die Kinder brauchen trinken. Die Kinder brauchen trinken. Die Eltern brauchen essen. Na komm, wir schicken die Mutti. Wir schicken die Mutti mal los. So, wäre es nicht fantastisch, wenn wir einfach rausgehen und verschwinden könnten? Ja, das wäre natürlich sehr fantastisch. So, wir sind lieber hier unten in Sicherheit als tot da oben. Mary Jane hat keine Sorgen. Timmy ist sehr tapfer.
Dolores scheint alles in Ordnung. Ted sagt, es gebe keinen Grund zur Sorge. Das ist doch super. So, einige von uns wollen lieber nach draußen. Was kann sie denn mitnehmen? Keine Ahnung, nimm das Vorhängeschloss mit. Wer weiß, ob du es brauchen kannst. Kannst ja irgendwann damit die Nase piercen. So, Freunde, Tag 21, bei fast Minute 21, das ist das Zeichen. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen hier beim zweiten Durchgang. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen, unverstrahlten und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und ciao.